Ja, wir werden dann weiterschreiten. Herr Streich, Sie haben als Erster das Wort über Ihre Spielanalyse und alle sind wahrscheinlich gespannt, was Sie zu sagen haben. Danke. Ja, wir haben natürlich gewusst, dass es hier ein intensives Spiel geben wird. Wir haben sehr konzentriert angefangen, hatte dann ein, zwei sehr gute Torchancen und was dann sehr gut war, als dann schon die ein oder andere Attacke war, dann die dann das ein oder andere Mal ein bisschen grenzwertig war, fand ich, hat die Mannschaft sehr, sehr gut reagiert, weil sie sehr, sehr ruhig geblieben ist, nichts provoziert hat und sich ausschließlich aufs Spiel konzentriert hat. Trier hatte dann auch nach Standards mit dem zweiten Ball zwei Torchancen, wo der Sebastian Militz gut reagiert hat. Und dann war es einfach so, dass wir gewusst haben, wenn wir die Ruhe bewahren und die Konzentration, dass wir dann Möglichkeiten bekommen werden. Das ist dann auch so gekommen und die Mannschaft hat überwiegend mit Ruhe und mit Disziplin und mit einer guten Struktur das Spiel dann für sich entschieden. Dankeschön. Ja, danke sehr, Herr Streich. Ja, Peter Rubeck hat das Mikrofon für seine Spielanalyse. Ja gut, ich begrüße Sie alle zusammen. Es war eigentlich so gewesen, wie mein Kollege gesagt hat. Die Freiburger hatten die erste Riesenmöglichkeit, wobei Torwart gut hält. Danach war es richtig, dass wir auch die Möglichkeit gehabt hätten, in Führung zu gehen. Es ist natürlich umso bitterer, wenn du gegen Freiburg spielst oder gegen Bundesligist, dann musst du dann, wenn möglich, solche Möglichkeiten vielleicht mal eine reinmachen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir waren läuferisch eigentlich am Limit. Und auch taktisch, muss ich sagen, hat die Mannschaft das eigentlich umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich so, dass wir aus meiner Sicht auch wieder gut ins Spiel gekommen sind. Gut, dann gab es halt den Elfmeter. Weiß ich jetzt nicht, ob es der Elfmeter war oder nicht, ist aber auch immer müßig, darüber zu diskutieren. Ich habe mich aber in der Situation eigentlich mehr über unsere oder über meine Mannschaft geärgert, weil wir da offen waren. Das erste Mal im Spiel richtig offen waren und dass dadurch der Elfmeter entstanden ist, als dass der Elfmeter vom Schiedsrichter gepfiffen wurde. Ja, da habe ich dann leider irgendwo auch was weggekegelt und dann musste ich auf die Tribüne. Das ist für mich halt auch was Neues. In der Regionalliga ist das eigentlich kein Problem. Dann geht das Spiel weiter. Hier war es halt nicht so. Darf man sich dann vielleicht nicht so geben lassen, wenn ich nochmal im Pokal bin und dann weiß ich das in Zukunft. Ansonsten glaube ich aber, dass wir selbst nach dem 2-0 irgendwo uns immer bemüht haben, noch irgendwie Torchancen rauszuspielen, haben dagegen gehalten. Und für uns war es eigentlich ganz wichtig heute, wir haben viele neue Spieler, um zu sagen 15 neue Spieler. Die Mannschaft ist schwer in die Saison reingekommen. Wir hatten nur in den 6 Wochen Vorbereitung hatte ich Zeit, die Mannschaft darauf vorzubereiten. Das war so viel nett. So langsam werden wir immer mehr eine Mannschaft und man kann auch erkennen, was wir eigentlich spielen wollen. Und für uns gilt es, das jetzt abzuhaken und uns auf die Saison zu konzentrieren. Das war ein gutes Highlight. War ein Spiel, wo wir heute auch nochmal weitergekommen sind in unserer Entwicklung. Das war wichtig so. Für uns gilt es jetzt, uns auf das Spiel gegen Waldorf am Freitag zu konzentrieren, das ganz schwer wird. Es wird ein anderes Spiel wie heute, aber auf der Leistung und dem läuferischen und dem Engagement und dem taktischen, was die Mannschaft geliefert hat und wie sie hier aufgetreten hat oder ist, können wir aufbauen. SC Freiburg, meinem Kollegen, dem Herrn Streich, wünsche ich für die Bundesliga alles Gute. Und uns wünsche ich halt, dass wir weiterhin so Fußball spielen und dass die Zuschauer weiterhin zufrieden sind. Danke. Ja, danke schön, Peter Rubeck. Ja, das Mikrofon ist bereit, es wird rumgereicht. Wer möchte Fragen stellen an einen oder an beide Trainer? Ja, hier vorne. Hier. Erik Dobias, Deutsche Presseagentur.
Herr Streich, Sie hatten es schon angesprochen, der Sebastian Mielitz hat zwei, drei Mal richtig gut die Mannschaft auch vor einem Rückstand bewahrt. Diese Entscheidung, dass er heute Nummer 1 ist, hat das Signalwirkung schon auf die Bundesliga oder sortieren Sie da nochmal neu? Wir hatten letzte Woche das Freundschaftsspiel gegen Stoke City und hat Roman Bürgin gespielt und jetzt habe ich dann gleich gesagt nach dem Spiel, jetzt spielt Sebastian Mielitz. Wir haben zwei gute Torhüter und jetzt hatte Sebastian heute gespielt, letzte Woche der Roman Bürki und alles weitere werde ich dann einfach im Laufe der Tage dann hören, wie wir uns da entscheiden. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass es eine sehr, sehr enge und für uns dann positiv schwierige Entscheidung wird. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da möchte ich noch was Persönliches. Ach, habe ich nicht gesehen. Wo? Ja, gerne nochmal. Ja. Eine Nachfrage vielleicht nochmal. Am Samstag ist ja dann der Auftakt bei Eintracht Frankfurt. Wie weit sehen Sie die Mannschaft jetzt eine Woche vor der Bundesliga? Sind Sie mit dem Stand zufrieden, wie der ist? Oder sehen Sie da noch großen Bedarf, an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen? Also grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden momentan, aber es gibt immer dann einfach nicht wenige Fragezeichen vor dem ersten Punktspiel in der Bundesliga und man kann sicherlich erst nach 4-5 Spielen sagen, wo wir stehen. Von dem her müssen wir einfach mal abwarten, wie wir dann in die Saison kommen, aber die Mannschaft arbeitet hochkonzentriert, ist in jedem Training vollständig da, ist sehr aufmerksam in dem, auf dem Trainingsplatz, aber auch bei den Videoanalysen. Da bin ich sehr zufrieden, wenn wir viele Jungs haben, die einfach sehr, sehr motiviert sind, um sich zu verbessern. Aber letztendlich ist für uns immer in der Bundesliga-Saison zu starten immer auch, gibt es genügend Fragezeichen, weil du einfach nicht weißt, ob du schon so weit bist, dass du mithalten kannst mit so vielen guten Mannschaften. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg, Herr Streich, mit Ihrer Mannschaft und alles Gute weiterhin im Pokal, der ja am 28. und 29. August stattfinden wird. Also wir werden Sie weiterhin verfolgen. Alles Gute auch in der Bundesliga. Und unserem Trainer alles Gute. Es war ein schönes, tolles Spiel, leider mit einem Wermutstropfen, was mich persönlich und auch den Verein betrifft. Die Pyrotechnik, das wird den Verein wieder viel Geld kosten und das ist schade. Alle wissen, dass wir wirklich nicht viel Geld haben und gucken, wie wir rundkommen. Und dann wird so leichtsinnig damit umgegangen. Also es ist wirklich schade, dass sowas immer wieder sein muss. Es tut mir leid. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Kommen Sie alle gut nach Hause. Bis hier gute Gespräche. Und ich bedanke mich für das Interesse der ganzen Pressevertreter. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Danke.